Im stattlichen Pfarrhaus von Rotenfluh wohnen nicht nur Esther und der Lukas Bume und der Daniel, der Sohn von der Esther, sondern auch 16 Küngel, 6 Meersäule, 3 Ratten, 2 Rennmäus, 2 Katzen und der Hund Ilan. Das Herzstück vom Tierparadies ist die Kaninchenpension Kunterbunt. Dusse Käg und Käg im Inneren vom Haus sind hier im Pfarrhaus nur ein Provisorium. Bald wird die Kaninchenpension in Langenbruck in einem ehemaligen Ladenlokal ihren festen Ort bekommen. Angefangen hat Esther Bume im Jahr 2012 mit den ersten Küngeln. Wie aber kommen denn die Küngel zu ihr? Es hat sich dann immer wieder so ergeben, dass wir wieder aus dem Tierdörfli geholt haben, beziehungsweise man angefragt worden ist. Oder dann eben, wo die Leute dann auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich ihre Küngel aufnehmen kann, sei es aus Allergiegründen oder man kann sie nicht mehr haben, man zügeln. Auch heute noch sind die da, weil sie entlaufen sind oder nicht mehr gebraucht werden. Jedes Tier hier innen hat seine Geschichte. Die meisten probieren Tester über die Organisation Pro Kaninchen wieder zu platzieren. Aber es hat auch solche, die hier bleiben, weil sie krank sind oder eine Behinderung haben. Warum aber sind die meisten Küngel immer drinnen? Wenn wir Küngel überkommen, dann schauen wir mal zuerst, wo sind sie vorher gewesen. Wenn sie natürlich schon drinnen waren und es ist Winter, dann müssen wir sie wieder drinnen haben. Denn kranke Küngel sind mir einfach der Meinung, sind besser drinnen aufgehoben. Ausbildet die Tierbetreuerin ihn sehr genau mit dem Wohl von ihren Schützlingen. Gegeben werden Salat, Rüebli, Fenchel, Hülsenfrüchte, jedem das, was ihm gut tut. Vom Frühling bis im Herbst geht sie auf der Wiese vom Dorf Kräutchen für die Küngel und Meersäule suchen. Auch medizinisch sind die Tiere bei der Esther in besten Händen. Die Betreuung der Kaninchenpension Kunterbunt ist für Esther Bume eine Vollzeitbeschäftigung. Die Weitläufigkeit vom Haus verlängert noch die Arbeit. Alles Material ist im Haus verstreut und Käg über 2 Etagen verteilt. Darum ist sie froh, dass sie nach langem Suchen in Langenbruck am Oberen Hauenstein ein ideales Objekt für ihre Küngelpension gefunden hat. Hier innen, in einem ehemaligen Laden, werden die Küngel und Meersäule ihr neues Zuhause finden. Das Ladenlokal wird mit einzelnen Kägen geschickt ausgenutzt. Lagerräume auf dem gleichen Boden werden die Arbeit kolossal erleichtern. Was erwartet Esther Bume vom Neustart? Zukunftsmässig würde ich gerne mehr auf Ferien Kaninchen und Meersäule tendenzieren. Auch weiterhin aufnehmen von Pflegekaninchen. Bewohner von der Pension Kunterbunt wird man von außen zuschauen können. Vielleicht werden Küngel und Meersäule zu einer weiteren Attraktion vom Dorf. Es ist zu hoffen, dass die neuen Bewohner, Menschen und Tiere, sich in Langenbruck werden können, die heim fühlen.